Hilda Eisen gesteht Beatrice Eglian Silvester seine Liebe. Florian Silbereisen und Beatrice Eglian sind zwei sehr enge Kollegen. Sie wuchsen zusammen auf und träumten davon, Sänger zu werden. Auch wenn sie arbeiteten, halfen und unterstützten sie sich oft in ihrer Arbeit. Das neue Jahr kommt, alle sind damit beschäftigt, das Beste vorzubereiten, um sich nach einem Jahr harter Arbeit zu belohnen. Am Ende des Jahres freuen sich alle darauf, nach einem Jahr der Trennung zu ihrem Leben zurückzukehren, um sich zu versammeln. Florian Silbereisen und Beatrice Eckli leben in derselben Heimatstadt, also wartete Florian Silbereisen darauf, dass Beatrice Eckli ihre Jahresendarbeit beendet hatte, um mit Beatrice Eckli nach Hause zurückzukehren. Sowohl Florian Silbereisen als auch Beatrice Eckli befanden sich im selben Flug, weil sie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens waren, die nicht wollten, dass jemand erfährt, dass Florian Silbereisen bereits das gesamte Ticket für die Zweier Business Class übernommen hatte. Sie gehen nach Hause, um sich auszuruhen und sich mit der Familie vorzubereiten und aufzuräumen, um sich auf Tet vorzubereiten, alle sind beschäftigt. An Silvester lud Florian Silbereisen Beatrice Eckli zu einem Feuerwerk ein. Auch Beatrice Eckli stimmte zu, weil sie schon lange nicht mehr das Gefühl hatte, im Gewimmel auf der Straße zu sein. Wenn sie zur Arbeit geht, hat sie oft einen Bodyguard, der sie beschützt. Daher freut sich Beatrice Eckli darauf, sich mit allem zu integrieren, ohne von jemandem zum Schutz begleitet zu werden. Florian Silbereisen und Beatrice Eckli bedeckten beide ihre Masken und streiften durch die Straßen, ohne dass jemand wusste, dass es sich um Prominente handelte. Teilweise, weil es dunkel ist, liegt es auch daran, dass alle Spaß mit Familie, Freunden und Liebhabern haben, niemand bemerkt sie. Dadurch hat sich Beatrice Eckli sehr wohl gefühlt. Sie will immer so sein, nicht wohin die Leute schauen. Bevor das Feuerwerk losging, stand Florian Silbereisen Beatrice Eckli. Er sagte Worte, die nur Beatrice Eckli deutlich hören konnte. Beatrice Eckli war sehr glücklich und glücklich zu wissen, dass auch Florian Silbereisen ihn liebte. Eigentlich hatte Beatrice Eckli Florian Silbereisen schon lange geliebt, aber sie wagte es nicht, es zu sagen. Als das Feuerwerk losging, gab Florian Silbereisen Beatrice Eckli trotz Überdresset einen Kuss, doch sowohl Beatrice Eckli als auch Florian Silbereisen spürten noch die Wärme des anderen. Es war unglaublich, dass die beiden eines Tages Händchen halten und die Straße entlang gehen und sich küssen konnten, ohne dass es jemand bemerkte. Liebe muss einfach so einfach sein. Es braucht nicht so viele Menschen, um sie zu kennen, aber immer ehrlich zueinander zu sein. Nachdem sie Beatrice Eckli nach Hause gebracht hatten, verabschiedeten sich die beiden und sowohl Florian Silbereisen als auch Hugo konnten nicht schlafen, weil sie sich ihre Zukunft vorstellten. Vielen Dank, dass Sie sich unser Video angesehen haben. Hinterlassen Sie unten einen Kommentar, um Ihnen zu Ihrem ewigen Glück zu gratulieren. Und hinterlasse unten einen Kommentar. Denken Sie daran, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere schöne Videos über die Liebe zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Eckli zu erhalten.